Verspätungen, ausgefallene Züge, übervolle Wagen. Die Bahn ist an der Überlastungsgrenze. Langsam bin ich echt einfach nur noch genervt. Meine ganze Abendplanung ist dahin. Ich fahre schon 2 Stunden vorher los, damit ich es schaffe. Ich habe jetzt ungefähr 1,5 Stunden Verspätung insgesamt. Und an sich dauert die Fahrt nur 1 Stunde 16, also ein bisschen blöd dann. Doch ist die Bahn wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Alicia Strothmann nutzt 2-mal pro Woche den Fernverkehr der Deutschen Bahn, um ihren Freund zu besuchen. Dafür pendelt die Studentin jeweils von ihrem Wohnort Dortmund nach Hamburg. Auf dieser Strecke begleiten wir sie an einem Donnerstag. Bereits als sie am Bahnsteig in Dortmund ankommt, die erste Enttäuschung. Um 15.24 Uhr sollte für sie die 3-stündige Fahrt starten. Doch daraus wird nichts. Das ist super ärgerlich, dass der Zug schon 25 Minuten Verspätung hat, noch 1 Stunde, bevor wir überhaupt losfahren. Man rechnet zwar damit, weil es die letzten Wochen schon immer so war, aber trotzdem hat man ja auch irgendwie so einen Abend geplant. Und wenn sich das alles verzögert, dann ist das schon doof. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. 5 Wochen lang hat Alicia mit ihrem Handy ihre Bahnerlebnisse auf der Strecke von Dortmund nach Hamburg für uns dokumentiert. Morgen hat mein Freund Geburtstag und deswegen habe ich auch diese Torte hier dabei. Ich hoffe, sie kommt heil an. Ich komme auf jeden Fall mindestens 25 Minuten zu spät, weil die Bahn schon wieder Verspätung hat. Doch bei den 25 Minuten bleibt es nicht. Wir sind morgen etwa 55 Minuten später als geplant hier in Bremen losgefahren. Ich sage daran, dass wir noch einen verspäteten Zug vor uns hatten, den wir vorweglassen mussten. Schließlich kommt Alicia dann mit 1 Stunde Verspätung in Hamburg an. Langsam bin ich echt einfach nur noch genervt. Meine ganze Abendplanung ist dahin. Und es geht jetzt seit 5 Wochen fest mit den Verspätungen. Und seit 5 Wochen ist dieser Zug nicht ein einziges Mal pünktlich gekommen. Ja. Zurück am Dortmunder Hauptbahnhof. Auch heute hat Alicia Strothmanns Zug nach Hamburg Verspätung. 25 Minuten nach regulärer Abfahrt kann Alicia dann einsteigen. Und muss schnell feststellen, dass der Zug überfüllt ist. Einen Sitzplatz findet sie erstmal nicht. Die wenigen noch freien Plätze sind bereits reserviert. Also erstmal im Gang Platz nehmen, keine Seltenheit für sie. Besonders unangenehm war es dann, als die Klimaanlage mal ausgefallen ist. Und wir saßen hier mit 10 Leuten in diesem kleinen Gang zwischen den Türen. Und das war wirklich unangenehm. Für eine einfache Fahrt allein zahlt Alicia im Schnitt zwischen 40 und 50 Euro. Bahncard 25 Rabatt schon eingerechnet. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Deutschen Bahn ehrlich gesagt katastrophal. Denn ständig kommt der Zug zu spät oder es funktioniert irgendwas nicht. Irgendwas ist gestört und dafür ist es total teuer. Neben den Preisen nervt viele Kunden die Unpünktlichkeit der Bahn. 2018 waren gerade mal 3 von 4 Zügen im Fernverkehr pünktlich. Für die Bahn gilt ein Zug allerdings erst ab 6 Minuten Verspätung als unpünktlich. Einer, der sich mit dem Milliardenkonzern Deutsche Bahn bis ins Detail auskennt, ist Matthias Gastel. Der Bundestagsabgeordnete ist bahnpolitischer Sprecher der Grünen und führt seit 2013 Tagebuch über all seine Bahnreisen. Ich bin ein bisschen strenger bei der Bewertung der Bahn, weil offiziell ist es ja so, dass erst Züge ab 6 Minuten Verspätung als verspätet gelten. Und ich bin da 1 Minute strenger. Zum Beispiel im vergangenen Jahr, das war kein gutes Jahr, da waren nur etwa 54% der Züge pünktlich. Doch Gastel protokolliert in seinem Tagebuch auch weitere Defizite. Neben der Pünktlichkeit gucke ich in meinem Bahntagebuch unter anderem auch auf das Thema WLAN, wohl wissend, dass es für viele Fahrgäste ein wichtiges Thema ist. Und ich stelle fest, dass nur die Hälfte aller ICEs über ein gut funktionierendes WLAN verfügen. Matthias Gastel pendelt mehr als 100 Mal im Jahr zwischen Stuttgart und Berlin und erlebt immer wieder Zugausfälle, Verspätungen und übervolle Züge. Das liege vor allem an 2 Dingen. Das eine sind die Fahrzeuge, die häufig mit Defekten unterwegs sind, wo sich beispielsweise durch kaputte Türen das Ein- und Aussteigen in den Bahnhöfen verzögert und dadurch die Züge verspätet unterwegs sind. Und das zweite Versäumnis wirft Gastel vor allem der Bundesregierung vor.
Es wurden immer lieber Straßen neu und ausgebaut, anstatt das notwendige Geld in eine leistungsfähige Infrastruktur zu investieren, auf der sich auch die Züge pünktlich fahren lassen. Deswegen brauchen wir da eine Umkehr, weniger Geld für Straßenaus- und Neubau und mehr Geld für die Schiene. Zurück im IC nach Hamburg. Mittlerweile ist Alicias Zug kurz vor Münster angekommen und bleibt erstmal auf freier Strecke stehen. Ohne jegliche Erklärung. Nach geschlagenen 5 Minuten und 34 Sekunden geht es dann weiter. Für Alicia schon Pendleralltag. Einmal bin ich von Hamburg aus zurück nach Dortmund gefahren und der Zug ist in Osnabrück einfach stehen geblieben, weil der kaputt war. Und ich musste, das war am Montag, ich musste dann arbeiten und hatte echt Schweißausbrüche, dass ich es nicht mehr pünktlich schaffe. Dann mussten wir den nächsten nehmen, eine Stunde später. Die Tagesplanung ist dahin. Dabei liegt die letzte frustrierende Fahrt gerade mal 2 Wochen zurück. Ich muss jetzt aber jedoch sehen, dass die Verspätung ganze 70 Minuten beträgt. Der Grund ist wohl eine technische Störung am Zug. Und Mängel am Zug stellte sie immer wieder fest. Ich bin jetzt am Dortmunder Hauptbahnhof und ich habe gerade erfahren, der Zug fährt ohne die Wagen 3, 5 und 11. Es gibt keine rollstuhlgerechte Einrichtung, kein behindertengerechtes WC. Es ist nicht möglich, Fahrräder mitzunehmen. Es gibt kein Bordbistro und der Zug hat 20 Minuten Verspätung. Ein spärlich ausgestatteter Ersatzzug, der für einen kaputten IC kurzfristig eingesetzt wurde und Alicia mit insgesamt 10 Minuten Verspätung nach Hamburg bringt. Die Toilette ist, wie man sieht, hier auch defekt, aber was will man auch erwarten? Es handelt sich schließlich hierbei um einen alten Ersatzzug. Aber ich bin jetzt wenigstens endlich mal in Hamburg angekommen. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Auf ihrer heutigen Fahrt hat Alicia nun fast den vorletzten Halt Bremen erreicht. Inzwischen mit Sitzplatz. Aber dafür hat sich die Verspätung inzwischen verdoppelt. Auf ganze 50 Minuten. Ich bin schon echt sehr genervt jetzt. Ich bin müde und ich möchte einfach jetzt ankommen. Und ja, es wird irgendwie immer ärgerlicher, je länger man fährt. Und während sie spricht, bleibt der Zug einfach wieder stehen. Dieses Mal für genau 3 Minuten und 41 Sekunden. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Doch es geht auch anders, wie Alicia vor allem auf den Rückfahrten von Hamburg nach Dortmund feststellte. Da fuhr sie nämlich immer mit dem Flixtrain, dem einzigen Wettbewerber der Bahn im Fernverkehr. Ich bin jetzt in Gelsenkirchen angekommen. Ich bin gerade mit dem Flixtrain aus Hamburg gekommen. Und der Zug hatte keine Verspätung. Die Toiletten waren offen, es gab keine Störung, alles war gut. Die Fahrt hat genauso lange gedauert, als wenn man mit der Deutschen Bahn fahren würde, hat allerdings nur 17 Euro gekostet. Das gleiche Ticket hätte bei der Bahn über 50 Euro gekostet. Und auch 2 Wochen später zieht sie ein positives Fazit. Der Flixtrain hatte nur 4 Minuten Verspätung, die Deutsche Bahn 3 Minuten. Es war eine Tür kaputt im Flixtrain, aber sonst alles ganz entspannt. Es gab ganz viel Platz in den Waggons. Zurück im IC. Inzwischen ist es kurz nach 19 Uhr. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt den Hamburger Hauptbahnhof. Der Aufstieg hier in Fahrt Richtung rechts. Der Zug erreicht die Hansestadt mit 55 Minuten Verspätung. Übrigens 5 Minuten zu wenig, um eine Entschädigung zu bekommen. Fazit von Alicias Experiment für Stern TV: In 5 Wochen ist sie 5-mal mit der Deutschen Bahn von Dortmund nach Hamburg gefahren. Dabei kam sie kein einziges Mal pünktlich an. Die Durchschnittsverspätung lag bei 41 Minuten. Im Vergleich, mit dem Flixtrain fuhr sie genauso häufig die Strecke zurück und kam immerhin 2-mal pünktlich an, im Schnitt mit 17 Minuten Verspätung. Und auch der Zug von Matthias Gastel macht Probleme. Er ist überfüllt, das Bordbistro schließt mitten am Tag und am Ende kommt der Zug mit 50 Minuten Verspätung am Berliner Hauptbahnhof an. Matthias Gastels Fahrrad wartet schon auf ihn. Verspätung ausgeschlossen.